Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. Naturwissenschaftlich zu denken heißt, aus Beobachtungen Theorien zu entwickeln, die überprüft, verifiziert oder widerlegt werden können. So heißt es in der Einleitung zum MINT-Aktionsplan, mit dem das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit 2019 der Bildung in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik einen neuerlichen Schub geben will. Und weiter heißt es, MINT-Bildung fördert die Problemlösungsfähigkeit und trägt zu elementarer Technik- und Wissenschaftsmündigkeit bei. MINT-Bildung trägt zum Verständnis der Welt und zur Offenheit für neue Technologien bei. MINT-Bildung ist zentral für die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Wenn man sich das so durchliest, wird klar, wie viel Hoffnung darin liegt, mehr und bessere Bildungsangebote in den naturwissenschaftlichen, mathematischen, informatischen und technischen Fächern umzusetzen. Nicht umsonst heißt das Thema des Bildungspolitischen Forums der Leibniz-Gemeinschaft am 28. Oktober 2021 auch Innovation und Wohlstand durch MINT-Bildung. Um also die MINT-Bildung voranzubringen, werden im Aktionsplan 4 Handlungsfelder genannt. Sie bieten den strategischen Handlungsrahmen für die Umsetzung. MINT-Bildung für Kinder und Jugendliche, MINT-Fachkräfte, Chancen von Mädchen und Frauen in MINT und MINT in der Gesellschaft. Neben vielen neuen, übergreifenden Initiativen sind in diese Handlungsfelder auch bereits laufende Maßnahmen eingebunden. Und natürlich sind in all den Jahren eine Fülle von Projekten und Aktionen, Handreichungen und Angeboten entstanden. So viele, dass Überblick und Orientierung nicht gerade leicht fallen. Aber dafür gibt es ja den Deutschen Bildungsserver mit seinem umfangreichen Dossier zum Thema. Für die Audiolink-Empfehlungen heute habe ich mich also von diesen Handlungsfeldern leiten lassen und mir dazu empfehlenswerte Datensätze aus unserem MINT-Dossier herausgesucht. Je früher, desto besser. Das sagen viele Fachleute, wenn man sie fragt, wann mit der MINT-Bildung begonnen werden soll. Und weil Kinder bekanntermaßen neugierig und wissensdurstig sind, fängt man am besten schon in der Kita an. Neben dem schon bekannten Haus der kleinen Forscher, das neben vielen kindgerechten Experimenten auch kostenfreie Fortbildungen für Erzieherinnen anbietet, möchte ich Experimento vorstellen. Das ist ein internationales MINT-Bildungsprogramm der Siemens-Stiftung für den Einsatz in Kindergärten sowie in Grund- und weiterführenden Schulen. Bildungsexperten haben dafür rund 130 Experimente für 3 Altersstufen entwickelt. Für 4- bis 7-Jährige, 8- bis 12-Jährige und 10- bis 18-Jährige. Damit können Kinder und Jugendliche altersstufengerecht naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte selbstständig erforschen, reflektieren und verstehen und gleichzeitige Wissen zu globalen Herausforderungen wie Treibhauseffekt, erneuerbare Energien oder Trinkwassergewinnung weiterentwickeln. Alle Experimentieranleitungen und visuelle Medien stehen auf dem Medienportal der Siemens-Stiftung zum Download bereit. Und wie sieht es nach der Schule aus? Wie kann man da mehr Menschen, genauer gesagt mehr Frauen, für MINT-Ausbildungsberufe oder für ein naturwissenschaftlich-technisches Hochschulstudium gewinnen? Dazu habe ich 2 interessante Programme gefunden. Komm, mach MINT, der nationale Pakt für Frauen in MINT-Berufen und das Ada Lovelace-Projekt. Mit Komm, mach MINT soll das Bild der MINT-Berufe in der Gesellschaft verändert werden und Frauen die Chancen in diesen Berufsfeldern aufzeigen. Der Nationale Pakt für Frauen in MINT-Berufen startete bereits im Jahr 2008 und wird mittlerweile von über 100 Partnern unterstützt. Im Webauftritt des Programms gibt es unter anderem eine Projektlandkarte mit über 1000 verzeichneten Projekten, auch Schnuppertage, Workshops, Experimentiertage, Mentoring-Programme und Science-Camps können hier recherchiert werden. Die Mentoring-Programme sind zum einen für Abiturientinnen gedacht und sollen für naturwissenschaftlich-technische Studiengänge begeistern, zum anderen für Hochschulabsolventinnen. Sie sollen für eine Karriere in technischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen gewonnen werden. Was ich will, das kann ich. Das ist das Motto des Ada Lovelace-Projekts Rheinland-Pfalz. In Workshops und Arbeitsgemeinschaften arbeiten und betreuen rund 180 Mentorinnen, Studentinnen und Auszubildende aus dem MINT-Bereich mit Schülerinnen an konkreten technischen und naturwissenschaftlichen Aufgabenstellungen und fördern so das Selbstvertrauen der Mädchen in MINT-Themen. Neben dem Mentoring gibt es auch Beratungen und Weiterbildung. Außerdem werden Angebote zu den Themen Diversity und Digitalisierung gemacht. Und genetzwerkt wird auch. Ein ziemlich beeindruckendes Projekt also, das es mittlerweile an über 11 Hochschulen in Rheinland-Pfalz gibt. Ach ja, auf der Webseite finden sich auch Informationen für Interessierte, Teilnehmende, Unternehmen, Lehrkräfte und Eltern. Ada Lovelace ist übrigens die Tochter des Dichters Lord Byron und, was viel wichtiger ist, sie war eine der ersten britischen Mathematikerinnen.
Ja, und dann gibt es natürlich die ganz einfachen und praktischen Tools, mit denen man herausfinden kann, ob eine Ausbildung im MINT-Bereich in Frage kommt. Eignungstests. Die könnten Lehrkräfte oder Eltern ihren Kindern oder Schülerinnen und Schülern öfters vorschlagen. Zum Beispiel die Einstellungstests der Metall- und Elektroindustrie. Sie sind im Informationsportal me-vermitteln.de zu finden. Neben generellen Informationen zu Einstellungstests gibt es hier auch die Links zu einem MINT-Test und einem IT-Eignungstest für Schülerinnen und Schüler. Und nun zum letzten Link-Tipp. Wie kann man die digitalen Kompetenzen in der Lehrerbildung stärken? In Sachen MINT ist hier eindeutig das Deutsche Zentrum für Lehrerbildung Mathematik zu empfehlen. Im DZLM, so das Kürzel, werden Fortbildungsprogramme entwickelt, die in Kooperation mit den Bundesländern und Bildungseinrichtungen durchgeführt, beforscht und kontinuierlich verbessert werden. Das DZLM bietet Unterrichtsmaterialien und organisiert Tagungen, es qualifiziert Multiplikatoren und bildet Lehrkräfte fort. Auch einen berufsbegleiteten Masterstudiengang bietet es an. Ein Beispiel gefällig? Die Plattform Mathe inklusiv unterrichten mit Unterrichtsmaterialien für diejenigen, die besondere Schwierigkeiten beim Mathematiklernen haben. Aber es gibt noch sehr viele andere Angebote. Sie alle sind übersichtlich auf themenspezifischen Plattformen gebündelt. Ein wirklich umfangreiches Angebot auf einer gut strukturierten Webseite. Sehr empfehlenswert. So, das waren meine Audio-Link-Empfehlungen zum Thema Mitbildung. Und dran denken, im Dossier des deutschen Bildungsservers gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Bis zum nächsten Mal.